Hallo ihr Lieben, hier ist Danny von Stempeltier. Heute wieder mit einer Anleitung für euch, die ihr nachbasteln könnt. Ich bin verliebt in die Ziegen. Jetzt habe ich natürlich noch was gefunden, was dazu passt und dann war die Idee geboren. Und da diese Anleitung oder diese Art der Anleitung zu einer meiner absoluten Favorites zählt, möchte ich sie mit euch teilen. Und zwar ist das eine Anleitung, die ihr mit einer der beiden aktuell verfügbaren Anhängerstanzen machen könnt. Die ist, also diese Anhänger, die sind der Wahnsinn. Ihr könnt damit Lesezeichen machen, wie gesagt, Verpackungen in unterschiedlichen Varianten. Also die ist eine absolute Empfehlung von mir, jedem, dem ich sie bislang empfohlen habe, war der gleichen Meinung. So, was basteln wir? Ich habe hier eine ganze Box voller Goodies gemacht, weil ich ja immer eine Kleinigkeit mit reinlege in meine Pakete. Und da seht ihr jetzt mal die drei Ziegenmotive. Ihn hier mit den Blümchen, das weiße Schaf, da ist es unangemalt, nehmen wir das angemalte. Hupsi. Und Schäfchen Nummer 3, das ist so ein bisschen das tanzende Schaf. Und das wollen wir jetzt zusammen basteln. So, ich lege die drei nochmal als Inspiration da oben hin, damit ihr, wenn ihr jetzt später ins Video kommt, auch wisst, was hier gemacht wird. So, dann brauche ich, wie gesagt, ich brauche den Anhängerstanze, ich brauche eine Kreisstanze, ich brauche ein Stempelset meiner Wahl, ich brauche Memento-Stempelkissen, da ich meine Motive immer mit den Stamping Blends koloriere und da gilt einfach die Regel, wasserbasiertes Stempelkissen mit Alkoholfarbe oder Alkoholstempelkissen mit Wasserfarbe. Also das ist immer genau umgekehrt. Merkt euch einfach, die Stamping Blends könnt ihr mit allen wasserbasierten Stempelkissen verwenden, ohne dass das verwischt. Dann habe ich mir gedacht, wir basteln das mit einer anfängergeeigneten Farbkombination. Und zwar haben wir immer im Katalog pro Farbfamilie, so hier auch zum Beispiel für die In-Color, immer so Mixpakete. Da bekommt ihr dann bereits zwei Bögen pro, es sind sogar vier Bögen. Genau, bei den fünf Farben sind es jeweils, es sind vier Bögen pro Farbe, die ihr da bekommt in den Mischpaketen. Und passend dazu gibt es eben auch das wunderschöne Designerpapier. In dem Fall habe ich mich für die abendblaue Variante entschieden. Habe mir also einen Farbkarton hergerichtet und das passende Designerpapier. So, dann brauchen wir den Papierschneider. Den brauchen wir eigentlich, irgendwie brauchen wir den immer. So, mal schauen, ob er hier Platz hat oder ob ich doch, vielleicht muss ich die kleinen Kärchen da doch ein bisschen zur Seite schieben, dass ihr auch seht, was ich hier mache. Ich liebe Anleitungen, bei denen ihr in einem Aufwasch gleich mehrere Sachen produzieren könnt. Und deswegen setze ich mir als allererstes, also den Bogen DIN A4 lasse ich in der vollen Größe und ich setze mir bei 10,5 mal eine Falzlinie bei der Hälfte meines Farbkartons. Gefalzt wird immer mit der hellen Klinge des Papierschneiders und dann seht ihr das schon, dann ist hier in der Mitte die Falz entstanden. Dann drehe ich mein Papier und schneide mir jetzt Streifen, die mir von der Größe her genau in das größte Element der Anhängerstanze passen. Das sind 2 Inch. So. Anlegen. Runterschneiden. Und jetzt seht ihr schon, wenn ich jetzt alle durchmachen würde, lassen wir das mal fürs Video bei 3. Na. So, aber ich könnte hier eben noch 4 und 5 schneiden. 6 ist dann ein bisschen zu klein. Das passt dann nicht. So, das war es eigentlich schon seitens des Papierschneiders. Nein, stopp. Wir schneiden gleich das Designerpapier auch noch zurecht. Das Designerpapier kommt in 6x6 Inch. Von der Verpackungsgröße her finde ich, passt es, wenn man papiersparend arbeitet, wenn man einfach nur 3 Inch nimmt. Also bei dem anderen Designerpapier, was ich hier verwendet habe, seht ihr, geht das ein Stückchen höher. Aber wenn wir papiersparend arbeiten wollen, reicht uns auch das Stück von 3 Inch. Das heißt,
ich teile mir mein Papier bei 3 Inch. Ich achte darauf, das Muster wäre jetzt so. Also, dass das Muster so liegt, wie ich es da haben möchte. Und zerteile mir den Bogen. Ja. Und dann schneide ich mir die Aufleger. Ihr habt euch gemerkt, der hier war 2 Inch lang. Deswegen gehen wir jetzt ein Viertel weniger. Dann habt ihr links und rechts ein bisschen Platz. Das heißt, wir sind bei 1/3 Inch und schneiden uns hier das Designerpapier. Auch hier kann ich in einem Rutsch meine 3 Aufleger gleich durchschneiden. So. Dann haben wir hier die Streifen. Wir haben das Designerpapier. Was ich persönlich immer noch ganz hübsch finde, bei dem hellen sieht man es noch besser. Ich runde immer ganz gerne die Ecken ab. Gerade hier bei der Anhängerstanze sind die Ecken auch abgerundet. Deswegen schiebe ich das in meine Trio-Stanze. Die hat ja hier einen Eckenabrunder. Da kommt das rein. Ich hoffe, ihr wackelt jetzt nicht zu dolle. Na? So, dann ist das abgerundet. Jetzt nehmt ihr die Anhängerstanze. Die könnt ihr im Vergleich übrigens zu den anderen Stanzen, da sage ich ja immer, die müsst ihr umdrehen, damit ihr reinschauen könnt. Das braucht ihr jetzt bei der Anhängerstanze nicht. Die kommt einfach auf den Tisch. Euer Farbkarton kommt bis zum Anschlag. Ihr merkt das, wenn ihr am Anschlag seid, rein. Dann wird gestanzt. Und das Ganze machen wir von der anderen Seite nochmal. So, Dreck weg. Jetzt kommt wieder der Kleber zum Einsatz. Da nehme ich jetzt, da brauche ich jetzt nicht wie im letzten Video den Flink und Fest Plus. Der wäre zu kostbar. Den brauche ich zum normalen Kleben nicht. Da reicht der normale Flink und Fest. Ups. Und dann schaue ich, wo ich es mir hin positionieren möchte. Dann habe ich das hier schon drauf. Huch. Als nächstes brauchen wir ja noch unseren Schaf und unseren Spruch. So, welches Schaf? Welches wollen wir denn machen? Ach, machen wir doch noch mal den hier. Der ist so niedlich, der ist so niedlich. So, ein Stück Flüsterweiß, kann auch gerne einfach irgendein Rest sein. Das Schaf mit Memento stempeln. Schlauerweise legt man darunter Schmierpapier, damit das nicht passiert. Und dann kommt auch schon die zweite Stanze, die so ein 1000-Sasser ist. Die 2 Zoll Kreisstanze. Und dann suche ich mir, und jetzt drehe ich es wieder um, weil ich könnte ja jetzt sagen, ach, ich möchte hier zum Beispiel noch Platz haben für einen Spruch. Ja, dann hätte ich hier noch Platz, könnte direkt einen Spruch drauf stempeln. Ich könnte sagen, ich gehe ein bisschen weiter runter. Da habt ihr einfach ein, ja, wie so ein schönes Guckloch, wo ihr euch dann entscheiden könnt, welches Teil von meinem Motiv nehme ich denn. So. Dann brauchen wir noch, und da habe ich immer Reste. Also ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Habt ihr auch so eine Restekiste? Restekiste mit Streifen. Also ich habe zum Beispiel hier eine Restekiste, wo ich alle meine flüsterweißen kleinen Streifen aufhebe. Und die sind bei sowas dann natürlich super, weil dann brauche ich die nicht zurechtschneiden. Dann habe ich da ja noch meine Streifen. Also die bleiben immer bei anderen Projekten übrig. Die bitte sammeln und nicht wegschmeißen. Dann habt ihr da nämlich wieder eine Erleichterung. So, wo habe ich das Stempelset? Ja, finde die Sprüche nämlich auch Zucker. Also ich habe den jetzt genommen, sofort Motivation, wenn du mal keinen Bock hast. Ja, finde aber auch die anderen gut. Ich hatte einen Kuchen für dich, aber habe ihn gegessen. Das habe ich tatsächlich schon als Geburtstagskarte unlängst bekommen von dem Teamie von mir.
Die bringt nämlich normalerweise immer Schokokuchen mit. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Das ist Sandras Schokokuchen, ist der beste Schokokuchen der Welt. Und diesmal gab es keinen zum Geburtstag und deswegen aber den Spruch, dass sie ihn selbst gegessen hat. So, jetzt wollte ich eigentlich gar nicht schwarz nehmen, sondern mal Ton in Ton arbeiten. Farbkarton hatte ich ja jetzt in Abendblau genommen. Das heißt, wenn ich mich an dieses Color Coordination, was für mich Stamping Up auch ausmacht, halte, dass einfach alles zusammenpasst. Also mein Farbkarton, mein Designerpapier, später zum Zusammenbinden mein Band. Es sieht einfach im Ergebnis um Längen besser aus, als wenn man das sich selber irgendwie zusammenstückelt. So, oh Gott. Ob ich das treffe? Ja, halbwegs getroffen. So. Dann Schere Fehlanzeige. Was passiert, wenn man zu viel Sachen auf dem Tisch hat? So, Moment. Zack. Einfach einmal abschneiden. Und dann kommen die Stamping Dimensionals ans Werk. Und zwar nehme ich jetzt für den Spruch wieder die Minis, weil ich da nicht so viel Platz habe. Und auf mein Schaf kommt dann, Schaf ist es gar nicht, es ist eine Ziege. Entschuldigung, es ist eine Ziege. Auf das kleine Zicklein kommt dann am Schluss, wenn ich es koloriert habe, ein dicker Dimensional. So, jetzt kolorieren wir das Ganze noch. Die sind super schnell und einfach gemacht. Also ich habe hier, wie heißt er denn, Elfenbein fürs Gesicht, weil das, ja, könnte so eine Schafgesichtfarbe sein, finde ich. So, dann habe ich dem ganzen Schaf braune Hörnchen aufgesetzt. Ich sag schon wieder Schaf. Es sind Ziegen, Leute. Es tut mir leid. Für mich sind es Schafe. So, und dann halt, ich glaube, der hier hat ja hier noch so ein bisschen. So, bevor das Fell anfängt, schaut, glaube ich, noch ein bisschen Haut unten durch. Und dann wird koloriert. Und hier, ich kann es nicht oft genug sagen, ganz leicht. Also ich lasse diese Pinselspitze übers Papier gleiten. Ich mit keiner Weise übe ich Druck aus. Ich gehe dann immer ganz gerne um die Ränder. So, und dann kann ich einkolorieren. Ich spare mir jetzt bei dem Motiv, weil es mehr um die Verpackung geht, das Schattieren in dem Fall. Sonst könnte ich jetzt noch mit dem Dunklen hier noch mal ein bisschen drüber gehen und Schattierungen ansetzen. Aber wir wollen ja das Goodie machen und nicht kolorieren. So, dicke Dimensionals. Gerade habe ich es noch gesagt. Hier sind sie. Da kommen jetzt auch zwei drauf. Zack, zack. Dann nehme ich meine Tüte Gummibärchen und die befestige ich jetzt mit auch einem, ich finde, tollen Kleber. Und zwar diesen kleinen Klebepunkten. Da sind hier so kleine Klebepunkte. Und die sind für alles gut, was ihr direkt aufkleben wollt. Also zum Beispiel auch so kleine, ja, so kleine Charms. Das ist jetzt außerhalb der Reihe, aber hier diese kleinen Metallecken zum Beispiel, die wir jetzt aktuell haben. Ihr geht immer, wenn ihr sowas aufklebt, mit dem Element, was ihr aufkleben wollt, auf den Klebepunkt und zieht es dann ab. Und dann bleibt der Klebepunkt hier drauf und ihr könnt es auf euer Projekt kleben. Also immer den Klebepunkt, ups, von der Rolle runternehmen. Ja, den brauchen wir nicht. Aber damit könnt ihr Sachen super aufkleben. So. Es funktioniert natürlich auch andersrum. Also ich kann jetzt auch sagen, ich möchte hier mein Gummibärchen hinkleben. Dann ist hier dieser Klebepunkt. Ich gebe meine Gummibärchen hinein. Mach zu.
Und jetzt brauche ich nur noch mein Band. Ich hab unterschiedlich gearbeitet. Vorhin hatte ich Jeansband genommen. Aber wir bleiben jetzt mal bei Abendblau. Das passt auch von der Dicke her, finde ich, sehr gut. Durch diese Etikettenanhängerstanze. Dann wird das eingefädelt. Ich fädel immer beide Enden durch. Dann entsteht hier eine Schlaufe. Und dann ziehe ich mir das Band durch die Schlaufe. Und dann ist das fest. Durch den Klebepunkt fällt mein Goodie auch nicht raus. Und ich brauche eigentlich als Abschluss nur noch hier meine Ziege, jetzt weiß ich, dass es eine Ziege ist, drauf machen. Plus mein Spruch. Na, jetzt spinnt meine Kamera. Was ist da los? So. Ich glaube, ich muss auch so ein Tütchen essen. Sofort Motivation. So. Und dann wäre das jetzt fertig. Und ich glaube, es ist wirklich eine Sache, die... Ihr könnt es aufwendiger gestalten, ihr könnt sie kolorieren, ihr könnt sie aber auch blanko lassen. Also hier sind ganz viele noch nur weiß. Die können alle noch koloriert werden, müssen alle noch koloriert werden in meinem Fall. Und dann habt ihr im Handumdrehen ein super süßes Goodie gemacht. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt das Ganze auch dreidimensional machen. Also, ganz kurz, jetzt hätte ich ja in der Mitte gefalzt bei 10,5. Ich kann das Ganze natürlich aber auch verändern, indem ich, wenn ich da jetzt was Dickeres reinmachen möchte, dann, so viel Zeit muss sein, dann würde ich auch wieder natürlich meine 2 Inch bleiben gleich. Aber ich könnte jetzt beispielsweise sagen, ich falze nicht bei 10,5, sondern weniger, zum Beispiel bei 9,5 hoch von der Seite und 9,5 von der anderen Seite. Somit habt ihr hier in der Mitte schon eine Dimension. Und da könnt ihr dann etwas Größeres reingeben. Also zum Beispiel diese süßen Schokoküsschen. Ja, also das Grundprinzip ist immer das gleiche. Nur könnt ihr euch überlegen, ob ihr das Ganze noch mit dicker Füllung macht oder mit dünner Füllung. So, einmal links und einmal rechts. Und auch das kann ich dann wieder zusammenbändeln. In dem Fall würde ich, das ist jetzt die zweite In-Color, Aventurin, würde ich natürlich dann das Band passend in Aventurin dazu wählen. So. Und auch den Farbkarton passend dazu. Und ich hätte eine Verpackung, die etwas größer ist und dann auch steht. Also die steht ja nicht, die liegt, die kann man so übergeben. Aber das hier ist dann so ein kleiner, auch so ein Tischgoodie für eine Taufe, für andere Anlässe, für den Schulanfang. Alles, was man so feiert, kann man die ganz niedlich auf den Tisch stellen. Also, macht's mal nach, ihr Lieben. Schickt mir gerne oder ja, postet, wenn das geht, im Beitrag unten eure Ergebnisse, eure Videos von euren Goodies. Und ich sag euch eins, wer einmal diese Anhängerstanze zu Hause hat, will die nicht mehr hergeben. Jetzt wünsche ich noch ein schönes Restwochenende. Sag vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Eure Dani von Stempeltier.